Hallo, in diesem Video sehen wir uns ganz knapp an, wie man verschiedene Versionen von zu verwendet. Zuerst zu als Präposition. Ich bin zu Hause, das heißt an einem Ort, also zu Hause. Ich gehe zu dir, das ist hier die Richtung zu dir, zu mit Personen und Pronomen. Ich gehe zum Auto, das heißt ich gehe zu einem Auto hin. Ich gehe zum Haus. Achtung, zum Haus, das ist irgendein Haus. Nach Hause ist ein bestimmtes Haus. Zu diesem Thema habe ich schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch einfach angucken. Nächstes Phänomen, es ist zu spät. Wir kennen alle den Ausdruck zu groß, zu teuer, zu alt, zu nett, zu komisch, zu interessant und so weiter, wenn es zu viel ist. Und jetzt zu mit Infinitiv. Er versucht, pünktlich zu sein. Er spricht, ohne zu überlegen. Er übt, um sich zu verbessern. Hier können einzelne Präpositionen hinzutreten. Ohne zu, um zu oder andere. Nächstes Phänomen. Sie macht das Fenster zu. Du hast zugenommen. Zumachen und zunehmen sind Präfixe. Nächstes Phänomen. Zu als Verb plus Präposition. Zum Beispiel führen zu. Es führt dazu das und so weiter. Zu im Ausdruck zu tun haben mit. Das hat nichts damit zu tun. Und zum Schluss zu mit Infinitiv zu tun. Es ist zu tun. Man hat es zu tun. Es ist zu tun heißt, man muss es tun oder man hat es zu tun. Beide Ausdrücke sind also Synonyme von müssen. Ich hoffe, dass ihr jetzt verstanden habt, wie man zu verwenden kann. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis dann. Tschüss.